Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Johnny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Final Fantasy 6 für den Super Nintendo. Wir haben ja hier die Celeste, heißt er glaube ich, vom letzten Mal, befreit. Und wir haben festgestellt, wir können hier weiter und wir machen das auch. Und habe ich alles, genau, ausgerüstet hatten wir das schon. Genau, wir waren ja schon hier, wollen wir nicht gucken, dann können wir gleich hier weiter. Hier gibt es nämlich jetzt gleich hier Kloppe. Da ist eine Kiste. Eisenrüstung erhalten. Das klingt doch schon mal gut. Schauen wir nochmal nach. Ausrüsten. Ja. Was ist eigentlich mit Relikten? Relikt. Irgendwas offen? Nein, ich habe nichts offen. Gut. Hier muss man auch... Also so wie das Ganze hier gestaltet ist, muss man viel gucken. Mit Balken etc. Weil das, ja... Klauen wir den mal. Nee, war auch mal so drauf. Nicht geklappt. Ist. Ja, klauen wir den wieder. Nicht geklappt. Ich will einfach mal gucken, ob man wirklich. Ob man überhaupt beklauen können. Nein, stehlen. Ich will ihn beklauen. Nicht geklappt. Ist die Frage, nee, geht das überhaupt? Geht bestimmt. Dann lassen wir uns aber ein bisschen runterprügeln. Wird schon schief gehen. Einmal Tonic geklaut, okay, dann lassen wir das zukünftig. Was macht eigentlich Locke für einen Damage? Die macht 138 oder so. Aua! Pisse. Oh, 300. 170 XP, ordentlich. So, jetzt müssen wir aber doch heilen. Oh, die hat richtig live. So, muss... Ha! Sister? Wie gesagt, man muss gucken. Hier gibt es viel, das heißt, ich muss halt auch ein bisschen absuchen. Aber macht ja nichts, wir haben ja eine Stunde Zeit, ne? Nee, ist immer wieder schön zu sehen, dass so viele versteckte Sachen sind. Ich will gar nicht wissen, was ich mittlerweile schon, ja, übersehen habe oder ausgelassen habe, weil ich es halt nicht weiß. Das war's. Okay, ich dachte, da gibt's noch mehr. Boah, ich glaube, da hatte man, als ich damals zugesehen hatte und mein Bruder, das war, glaube ich, eine Katastrophe, bis man hier rausgefunden hatte. Weil es bestimmte Sachen sind, wo man einfach nicht dran gedacht hat, dass man da, das im Prinzip eigentlich nur von oben so ein Deckenbalken ist, aber der versperrt einem ja die Sicht. Und da dann drunter durchzulaufen, ist man nicht auf die Idee gekommen. An manch einer Stelle. Ohrringe erhalten. Sag ich doch. Erhöht Magieeffekt. Doppelt noch wirksamer. So, geht's hier weiter? Irgendwo. Nö, da ist nix. Hä? Ich nicht weiter. Ich kann da rein, aber das war's dann. Boah, der hat nur noch. Der kommt noch live. Ach du Scheiße, ganz schön geachtet. Ding. Drecksack. Was sind nochmal die Runen? Kann die nicht auch Magie benutzen? Jetzt muss ich das nochmal hochheilen. Ich kann hier nicht hoch, nicht runter. Irgendwas? Nix. Ich will aber da noch nicht hoch. Ich will hier die Sachen absuchen. Ich will das absuchen! Magie. Dann Eis.
nichts für ein Damage. Den Viechern. Müsste eigentlich genug Damage machen. Ja, reicht aus. Muss echt ein bisschen leveln mal an nächster Gelegenheit. Ja, ist ja gut. Zack, das Vieh ist down und jetzt ist es nicht genau. Der hält irgendwie nichts aus. Hier ist nix. Ach, da sind ja noch Thronen. Ja, genau so. Sowas, ne? Da will ich hin. Notfalls muss ich halt, ja. Muss ich das offscreen machen. Boah, das ist ziemlich intensiv an Tränken. Ich hätte echt mehr holen müssen. Ach, da geht's ja hier rum. Ah, war klar. Eine Truhe ist schon offen, warum auch immer. Nee, sonst hat's ja nix. Heben wir uns die lieber auf. Die Magiepunkte, die wir zum Heilen brauchen. Und der nächste down. Ah, und down. So, was ist da drin? Der ist leer. Schwerer Schild erhalten. Ausrüsten. Ah, das hat er schon. Gut. Adelsdolch erhalten. Dolch ist doch für ihn, oder? Nee, dann ist es für sie. Ah, dann hat sie schon. Hab ich den gekauft? Ach. Ich weiß auch nicht, für was die ganzen Treppen da hinten da sind. Es gibt, glaube ich, drei Treppen. Groll, das tut, glaube ich, jetzt weh. Oh, nicht wirklich. Ah, doppelter Angriff. Düdüm, düdüm. Könnt ihr mal irgendwas droppen, Schweine? Natürlich. Zure. Als drauf. Erster Down. Zum Glück halten die nicht viel aus. Komm, der zweite Hit. Steht gar nicht zu. Bash mir dich weg. Zack. Locke bekam Leveler. Woo. Oh, doch mal. Ich hätte irgendwo kaufen sollen. Ich konnte. Wahrscheinlich gibt es da noch einen Weg zur Seite ran. Da gehe ich jede Wette. Wenn nicht, muss ich es halt lassen. Dann kann ja jetzt nicht Ewigkeiten hier rumhantieren. Na komm schon, hopp. Will ich aber nur weghauen. Bam. Die kriegt jetzt ein Level up, 100 Pro. Na doch nicht. Aber das da zwiebelt mich noch. Da ist ein Weg, aber da ist nichts. Das kann nicht sein. Im Nachteil. Oh, scheiße. Na komm. Komm schon. Wie viel Leben? Was? 94? Wow, entkommen. Meige Sau. Ärgert mich immer noch. Da muss was sein. Naja gut, wir gehen jetzt hier hoch. Komm mal raus. Warum hilfst du mir? Du erinnerst mich an eine... Nein, ich will nicht raus. Ach, ist doch egal, oder? Ich möchte halt, okay? So, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich mache jetzt an der Stelle einen Stopp, suche da unten noch ein bisschen ab
Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, bis gleich. Tja, da haben wir doch den Weg gefunden. Schauen wir mal. Keller 2. Was gibt's denn hier Schönes? X-Trank erhalten. Was ist denn ein X-Trank? Da. Was macht der dann? Nee, das war falsche Richtung. Füllt HP komplett auf. Ist hier noch zusätzlich irgendwas? Ha! Wusste ich's doch. Schleife erhalten. Schön. Item ausrüsten. Ach, die kann ich anziehen. Was ist denn die Schleife? Ah, verhindert Statusveränderung. Oh, cool. Mädchen, das Grieste. Wusste ich doch, dass da was versteckt ist. Geht's hier noch lang? Ne, hier geht's nicht lang, aber hier geht's runter. Das ist im Eimer. Nix. Äther erhalten. Hier gibt's nix. Das kann aber nicht sein, oder? Ja, hier muss man viel gucken. Ne, da scheint wirklich nichts zu sein. Da ging's nicht weiter. Irgendwo gibt es ja noch den Weg zu der anderen Treppe. Den suchen wir uns auch noch. So, da hauen wir jetzt hier um, genau. So, und da machen wir dann jetzt einen Cut und ich suche dann nochmal weiter. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich habe leider nichts gefunden. Ich habe auch mal im Internet nachgeschaut. Ich finde da nichts. Also, ja, Pech dann. Gehen wir jetzt hier raus. Ist hier irgendwas? Okay, nö. Da geht's einfach raus. Wo sollen wir denn eigentlich jetzt hin? Weiß ich gar nicht. Dahin? Hab echt vergessen, wo wir hin sollen. War denn hier? Nix, gell? Nee. Wo müssen wir nochmal hin? Sollte die Musik nicht wechseln? Da ist eine Höhle. Müssen wir da hin? Ich weiß echt nicht mehr, wo wir hin müssen. Das hier ist was komplett anderes. Hier gehen wir einfach mal hin. Ach, Narsch soll man. War das richtig? Ja. Macht die so wenig Damage auf einmal? Hab ich die auch? Hab ich die irgendwas rausgezogen? Das stimmt doch da nicht. Level up, Irgendwas stimmt doch nicht. Ausrüsten? Hat sie ja an. Hat das was mit dem Relikt zu tun? Ah, das wahrscheinlich. Wir lassen das mal aus. Jetzt gehen wir hier mal rein. Klingt schon nicht gut. Hier waren wir doch. War das für ein komisches Geräusch, aber das sind jetzt andere Tierchen. Jetzt macht es schon wieder ein bisschen mehr Damage. Das war mal so wenig. Irgendwas stimmt da nicht.
Seitenangriff. Was macht dieses Runen? Auch die Waffen dafür oder so? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist so lange her. Ja, gibt's nix. Hier war man schon mal. Warum macht die so wenig Damage auf einmal? Muss ich ausgeschieden mal gucken, da weiß ich jetzt echt nicht. Ich will ja hier vorankommen. Was ist das für ein Geräusch? Das irritiert noch mehr. Ja, habe ich noch nicht. Au! Hey, da geht's down. 17. Das schweißt sie doch gar nicht. Jetzt mal wieder voll heilen. Die letzte Tonic. Gegengift. Ich guck mal, stimmt da irgendwas nicht? So, hier mal. Tja, lassen wir das mal an. Warum auch immer die so wenig Schaden war. Ich geh mal. Oder das lag am Gegner, keine Ahnung. Wäre aber auch komisch. Die Waffe hat sie die ganze Zeit, meine ich doch schon an, oder? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Wofür Information? Ich vergesse irgendwie viel. 52. Ja, der macht auch nicht so extrem viel Schaden an dem Vieh. Steinquelle. Ah, okay. Da kommt das aus der Wand heraus. Ah, Biberboss. Tunnelpanzer. Er kann uns nichts tun. Ich beherrsche Magie. Wie bitte? Ich absorbiere Magie mit meiner Runenklinge. Bist du sicher? Klappt das? Sieh nur gut zu. Okay. Machen wir das so einfach mal. Bringt irgendwie nichts. Okay, er macht ja nichts. Oh, Eis auf den. Eis ist so ein Angriffszauber, den ich hab. Kann man was stehlen? Nicht geklappt. Was macht die an Damage? Red 6. Kann man dem klauen? Nicht geklappt. Fehl. Nicht geklappt. Das ist die Frage, hat er überhaupt was zum Klauen oder? Komm.
Raus mit der Magie. Gut, das war's schon. Okay. Einfach. Ein Elixier halten, ganz wichtig. Nix gut. Puh, wir sind gerettet, denke ich, oder? Ich mach nichts. Ah, wähle ein Szenario. Kupo. Ich hab mir erstmal. Safe. Das hier schreiben. Das hier schreiben. Ja. Tja, dann bleibt nur noch der hier. Sabin. Welch unheilvolles Schicksal ereilt Sabin, der nach dem Kampf vom Floß gefallen ist. Erstmal hier hin. Ah, Tag. Tagchen. Heißt was? Das ist quasi mein Revier. Ihr seid nicht von hier, oder? Na, macht ihr nichts. Genau. Das war voll kaufen. Ein Hit. Den machen wir vielleicht nochmal voll. Ja, kostet nicht so viel. Wir haben 3 Wurfsterne. Shadow. Schal. 7 Meilensteine nehmen wir noch einen mit. Boah, das war's. Bis dann wieder. Komm, jetzt können wir den noch anlegen. Uhrmacher? Was? Ich warte ja schon Jahre. Nein, ich bin kein Uhrmacher. Da ist sie. Moment. An der Wand. Seit 1, 5, Mist. Nein, 10 Jahren tickt sie schon nicht mehr. Und wo ist die jetzt? Fertig? Darüber redet den Rasenmäher. Gott, ist das ein schlechter Service mit euch. Das Gras steht schon 7 Meter hoch. Freche Klempner heutzutage. Der Ofen ist... Was? Der Ofen ist dran, aber Dalli. Grundgütiger. Dann bist du... Endlich wird mein Bett repariert. Dauernd dieses Gequietsche. Hä? Ah, okay, gut. Ohrmacher, bla bla. Ne? Ist hier was? Au. Autsch. Puh. Kein Kind hat mehr Unsinn im Kopf. Kind? Hier gibt's keine Kinder. Lass das zum Mäusemelken. Raus jetzt, Schwachkopf. Ich schmeiß dich raus ins Welt. Lieber in einen Löwenkönig... In das Haus in diesem Kerl, Entschuldigung, hat gerade ein Problem schlucken. Auch auf Reisen? Meine Freundin und ich waren auf dem Weg nach Narsch, wurden aber getrennt. Irgendwo jenseits des Walles gibt es ein imperiales Lager. Tatsächlich? Sie konzentrieren sich eben auf Burg Doma. Also werden sie Doma als nächstes angreifen. Ich muss sofort nach Narsch. Es geht nur über den Umweg Doma. Ich führe dich hin. Aber wundere dich nicht, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe. Soll er mitkommen? Ja. Herr Sensemann bleibt mir auf den Fersen. Ich geh mal. Oh, da sind wir wieder. Ausrüsten. Leben soweit, ja. Und los geht's. Hier runter. Natürlich. Im Wald, gell? Ja, im Wald. So hart, was das für Damage ist. Straßenkatze, lese ich das gerade richtig? Was machen die für ein Damage? Wahrscheinlich ordentlich. Tonic, yeah!
Too dick. Ich geh nochmal. So. Das ist das Lager. Imperiales Lager. Imperiales Lager. Zu viele Soldaten hier. Hey, schon gehört? Oh, du meinst... Psst, leise! Soll der Kefka uns erwischen, sehe ich schwarz für uns. Wenn Kefka General Leo aus unserem Bataillon rausegelt, wird er sicher sein Nachfolger. Lass ich nicht lachen. Wenn jemand wie Kefka General wird, desertiere ich. Psst! Na, das hört, wirst du eingesperrt. Ist ja schon gut. Da ist er ja. Oh, Achtung, da kommt er schon. Ganz unauffällig, ja? Hey, ihr da, seid ihr auch wachsam? Ja, Herr, ihr seid Kefka, korrekt? Wie geht es euch, Herr Kefka? Bitte, spar dir das. Hauptsache, du passt gut auf. Puh. Hey, man sollte den wirklich beseitigen. Ich sollte ihm glatt sagen, dass er nicht General Leo ist. Moment. Oh, vom Lauter lesen. Psst, muss ich dir es denn jedes Mal sagen? Es ist hoffnungslos mit dir. Kefka ist ein Verrückter. Er hat gar keine menschlichen Züge, wie zum Beispiel General Leo. Stimmt. Entschuldigung wegen dem ständigen Gehen. Hey, ihr zwei, wir stürmen gleich Burg Doma. Ich will euch an der Frontlinie sehen. Tut mir echt leid, also es ist, ja. Ich weiß auch nicht, ich habe das seit, keine Ahnung. Seit Jahren habe ich das, seit Jahrzehnten, keine Ahnung. Ich muss da einfach gehen nach einer Zeit. Sauerstoffmangel, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Kann halt nicht mehr als atmen sprechen und ne? Angriff! Es ist hoffnungslos. Wir schaffen es nicht. Also kommt es wohl heute so. Moment, Sirs. Ah, epische Musik. Habe die Ehre. Treuer Diener des Lehnsherrn seiner Familie, der Mut und Stärke seiner ganzen einer ganzen Armee besitzt. Okay. Wenn ihr Anführer fällt, geben sie ganz sicher auf. Lasst es uns versuchen. Sir Kane, kümmert euch um den Anführer. So, na komm her. Ich bin Kane, Ergebener des Königs und euer schlimmster Albtraum. So, der hat Schwerttechnik. Weiß ich? War das jetzt richtig? Vernichten. Ja, war richtig. So. Und tschüss. Oh, doch nicht. Wie frech. Lebt er einfach noch. So. Jetzt aber nicht mehr. Ja, schwarzer Gürtel halten. Juhu. Weiß nicht mehr, was es war. Oben Relikt. Der Befehlshaber ist tot. Weg hier. Wie die teilweise aussehen mit dem Auge. In unserer Mauern warten wir erst einmal ab. Wer ist da? Nein, wachen. In die Kiste. Hinter die Kiste. Doch was gehört. Miau. Meine Katze. Oh Gott. Das war zu knapp. Sternanhänger halt. Gut. Relikt. Das ist der Sternanhänger. Gegen Gift. Okay. Erstmal. Da hoch. So. Relikt. Aus. So. Können wir uns noch weiter bewegen? Ist hier was drin? Ah. Ne, da ist nix. Darum ist auch nix. Kommen wir noch weiter rum?
hier geht man dann wieder raus. Okay, da müssen wir ganz normal hier lang. General Leo, die Bürger von Doma wollen uns möglichst lange hinhalten. Also das ist ihre Strategie. Moment, geht. General, wir können die Burg jederzeit stürmen. Gebt den Befehl. Geduld. Wenn wir sie jetzt angreifen, sterben zu viele Menschen dabei. Aber General, ich opfere dem Imperium mein eigenes Leben gerne und jederzeit. Ihr seid aus Maranda, richtig? Ja, Herr. Warum? Und eure Familie lebt dort. Halt ihr in der Schlacht, muss ich eine traurige Nachricht überbringen. Ihr habt ein Leben, zu dem ihr eines Tages zurückkehren könnt. Werft es nicht einfach fort. Der Imperator möchte das nicht. Ja, Herr. Vernünftig. General Leo. Eine Brieftaube von Imperial Gestahl. Ich weiß gleich, ob das richtig ist. Was? Der Imperator braucht mich. Ich muss sofort zurückkehren. Ich verstehe, Herr. Gut, ich vertraue euch Dome an. Ja, Herr. Okay, ich bitte euch, nicht voreilig zu handeln. Bitte. Herr, überlasst nur alles uns. Das ist also General Leo. Er wäre mein Freund, wäre er nicht mein Feind. Und wieder weg. Kommt jetzt, da ist der Schwachmat. Jetzt, wo Leo weg ist, mache ich diesen Fluss zur Giftbrühe. Der Imperator hat mich nach Vector beordert. Ich möchte hier keine Schwierigkeiten. Verlierer, ich kümmere mich gleich um die Situation. Tut nichts aufgeblasen und vergesst nicht, das sind Menschen wie ihr und ich selbst. Wie ich und ihr selbst. Wir brauchen niemanden zu schonen, der den Löwen geholfen hat. Tja, das ist ein Arschloch, ne? Geht nur und seid ein braver, lieber Junge. Ein richtiges Arschloch. Aber gut. Leider gibt es zu viele von diesen Arschlöchern. Ist das Gift bereit? Aber General Leo sagte, er ist nicht mehr hier. Ich habe die Befehlsgewalt. Unter den Gefangenen Domas sind auch unsere Leute. Wenn wir den Fluss vergiften, tut es. Vergiftet alle. Du Unmensch! Ruhe. Du bist tot, Kerl. Kann man dem jetzt richtig Damage zufügen? Nee, nicht, ne? Schon, aber... Autsch! Kefka, halt! Halt, sagt er. Sehe ich etwas so aus? Oh Gott. Der Charakter ist wirklich total durchgeknallt. Halt! Halt! Kleine Kröte. Autsch! Kefka, halt! Halt, sagt er. Sehe ich etwa so aus? Hau dich nicht im Kaffee laufen. Also in so einem. Aber was meinst du, wie lange ich noch mich mit dir abgebe? Nächstes Mal ist Schluss. Diese Unruhe, du überschätzt dich gewaltig. Bam, da geht er down. Geht er down. Das war der Gürtel im Übrigen. Antwort. So. Hihi. Es geht doch nichts über eine Symphonie hunderter schreiender Menschen. Schon ist der Fluss vergiftet. Sir Kane! Das imperiale Lager ist in Aufruhr. Es liegt etwas in der Luft.
Huch, seht, das Wasser. Bisschen schnell weggedrückt, sorry. Sir Kane, es ist Gift. Das wäre überaus abscheulich. Der König. Ganz schnell. Wobei, ich kann ihn doch jetzt schnell ausrüsten, oder? Überlegt. Geben wir einfach mal die Dinger. Kann ich irgendwo anders hin? Unwahrscheinlich, ne? Nee, geht nicht. Ab da ist er doch egal. Zum König, schnell! Genau, der Thronsaal ist hier. Ja. Geht nicht automatisch. Geht automatisch. Hey, Howard, fürchte euch nicht. Kane. Ja, Howard. Kane, meine Augen. Ich sehe nichts mehr. Helft mir. Howard, halt durch. Kane. Schon meinem Vater habt ihr geholfen, Doma zu verteidigen. Ich danke euch. Es ist vorbei. Doma ist am Ende. Noch nicht, Howard. Was ist mit eurer Familie? Oh, ich brenne innerlich. Sprecht nicht. Seid ruhig. Geht zu eurer Familie. Howard. Ich kann das so nicht. Ich hoffe, es klingt nicht zu. Wobei, wenn es lustig ist, dann. Sir Kane. Sicher haben einige in der Burg überlebt. Teilen wir uns auf. Kann ich jetzt woanders lang? Ja, kann ich. Gut. Oh. Ihr auch. Sir Kane. Wir sind am Ende. Okay, gut. Ich dachte eben schon. Heilmittel erhalten. Kann ich noch raus irgendwas machen? Ich würde gerne gucken, ob ich nicht irgendwo was übersehe. Was? Da ist nix. Alle tot. Natürlich mitten im Weg. Da ist auch nichts. Gut, dann kann ich jetzt, glaube ich, nur noch in eine Richtung, ne? Weil, was war hier oben? Könnte ich von hier oben noch irgendwo hin? Ja, aber da ist nichts, okay. Da ist auch nichts. Aus dem Thron soll noch irgendwas. Oh halt. Nee, nichts zu finden. Ah, hier geht's raus. Ah. Aber hier ist auch nichts. Wird wahrscheinlich auf der anderen Seite auch nichts, oder ist auch nichts. Dann müssen wir hier rein. Da ist eine Truhe. Kommen wir da nochmal dran. Elaine! Elaine, erwacht! Das kann nicht sein. Owain, du nicht auch, mein Sohn. Bitte. Mein Gott. Unmöglich. Absurd. Oh. Ich kann er nicht vergeben, aber rächen. Ich werde es nicht ungerecht lassen.
Der Feind! Alles fertig machen! Los! Okay, gemütlich hin. Darf ich euch helfen? Danke. Wer auch immer ihr seid. Die starken Männer sind da. Oh, das ist zu viel. Lasst mich ran. Aber seid vorsichtig, Sir. Ja, die Höflichkeit, ne? Sir. Aber seid vorsichtig. Warum sind die Leute einfach nicht so höflich zueinander? Warum muss man sich oft anpöbeln? Warum fühlt man sich immer irgendwie angegriffen? Ich kapiere das einfach nicht. Hä? Das versteht die Leute nicht. Fuck. Wer ist verantwortlich? Gibt's eigentlich irgendwas? Ich weiß, ich mach jetzt mal was. Geh jetzt einfach mal hier rum. Allein ist der Typ machtlos. Helfen wir ihm schnell. Okay, gut. Das geht dann nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Hey, wir müssen hier gemeinsam durch. Diesen Gedanke kam ja auch schon. Ich verstehe das einfach nicht, warum Leute nicht anständig miteinander umgehen können. Das hat ja. Es hat doch überhaupt nichts mit Toleranz zu tun. Toleranz kommt meines Wissens von Toleraren, heißt ertragen. Darum geht's ja gar nicht. Es geht einfach darum, dass man sich höflich und freundlich miteinander umgeht. Das ist das Einfachste. Also, ich verstehe das nicht. Muss ja die Leute meinen. Man mustert ja Menschen, wenn man sie das erste Mal sieht, aber man muss dann auch nicht gleich irgendwie abwertend gegenüber sein. Sehr freundlich, Sir. Siehst du? Nein, ich danke euch. Aber jetzt sollten wir abhauen. Schnell. Aber mein Zuhause, meine Familie, meine Freunde. Also, wenn wir hier noch länger rumstehen, haben wir bald ein ganzes Regiment am Hals. Hab sie. Los, hierher. Hierher los, jo. Okay, ich habe eine tolle Idee. Mir nach, los. Ich mache nichts. Sir Sabin, was sind das für Dinge? Später, später. Und jetzt alle einsteigen. Alles einsteigen. Sir Sabin, wie manipuliert man denn diese Schreckensgespenster? Das macht mich ganz krank. Ihr schmerzt mich so, dass... Mist, jetzt fange ich schon an, wie du zu reden. Sir Sabin, ich bin es, der zu danken hat. Vergiss es, jetzt aber los. Ey, was macht ihr da? Kein Zurück mehr. Durchbrechen wir die Barrieren. Das Ende der Fahrt. Ja, das wird jetzt eh einfach. Ich verstehe einfach nicht, wenn man. Die Art und Weise, wie manche sich geben. Gut, viele wissen gar nicht, wie sie voneinander wirken, aber es ist. Ach, es ist schlimm. Man sieht das ja im Forum zum Beispiel wieder, dass da Leute, keine kommen. Wie da Leute miteinander umgehen. Nur weil man sich nicht kennt. Ich meine, gut, ich komme aus dem Verkauf. Mir wurde das so beigebracht, aber unabhängig davon, also, ne, mit Freundlichkeit und so weiter, höflich. Aber das ist auch so, mache ich auch so oder so. Ich meine, ich möchte ja auch so behandelt werden. Ich möchte ja auch nicht wie ein Arsch behandelt werden. Entsprechend verhalte ich mich auch einfach nicht so. Dabei ist das für mich nicht nachvollziehbar. Gibt's was? Nö, Trank, Tonic. Oh, Trank und Tonic sogar. Zwei Sachen. Ja, begeistert. Wer hat euch erlaubt zu fliehen? Wir? Außerdem fragen wir nicht um Erlaubnis, wir gehen einfach. Ich geh mal, Moment. Könnt ihr mal zählen, wie oft ich gegähnt habe bisher. Und dann bis zum Ende und schreibt das mal in die Kommentare. Das wäre auch mal schön. Ich zähl's ja nicht. Wahrscheinlich 30 Mal bald. Dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Wo geht's nach Narsch? Also Narsch gibt es nur einen Weg. Den Wald im Süden. In Ordnung, machen wir es. So machen wir es. Können wir? So. Achso, dann müssen wir darüber. Erstmal werden die Leute geheilt. Kane haben wir ja, glaube ich, schon ausgestattet. Oh, natürlich. Ah, Alter, geh sterben.
Katze. Süd, der müsste ja dann hier irgendwo sein, oder? Aber ich bin auch auf Level Up. Da. Da ist der Forst. Oh. Also klar. Da lang? Nein, dann geht's da hoch. Steinquelle. Was auch immer es damit auf sich hat. Zack, down. Tonic, yeah. Das jetzt wieder zurück. Ich will aber nicht den Pfeil nachgehen. Guck mal, noch woanders hinkommt. Tonic, yeah. Ich war klar. Geht mal wieder raus. Im Nachteil. Ja, schön. Zeigt uns aber selber nur den kalten Rücken. Ja, super. Toller Nachteil. Uah. Frechheit. Zack. Was? Ach, deswegen so wenig Damage. Wegen Nachteil. Ist ja auch blöd. Naja, gut, okay. Okay, das scheint dann normal zu sein, dass man da dann lang muss und darüber. Okay, gut, dann kann man nur in eine Richtung. Das steht aber nicht da im Vorteil. Feuer. Ja, zum Glück macht das nichts aus. Na komm, verloren. Oh, natürlich. Na komm. Okay, erst erhalten. Wir müssen da lang. Natürlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier irgendwas Geheimes noch gibt. Deswegen bin ich ja immer so am Gucken. Weil ich würde natürlich schon gerne sogar Heimgänge. So Samen würde ich ja schon gerne mitnehmen. Ne? Das ist ja. Ist ja ganz nett einfach dann. Vor allem diese Suche, das macht halt schon Spaß. Das gibt es so bei neueren halt so kaum oder gar nicht. Dann geht's halt nur noch da lang. Ein Zug? Hier? Aber ich dachte, Domas Eisenbahn sei zerstört worden. Vielleicht werden wir da drin gebraucht. Los. Sieht ja auch so modern und neu aus. Hey, hier geht's rein. Kaputte Dächer und so. Sir Sabin. Das hat keinen Sinn, hier draußen rumzustehen. An Bord, los. Sir Sabin. Keine Sorge. Sir Sabin. Hallo. Bis zum Himmel. Hinaus, hier drin spukt's. Los geht's. Er bewegt sich. Raus hier, schnell. Das ist nicht der Ernst. Och. Cool.
aufstellen. Bam, down. Macht der da unten gar nichts. Zack. 9 Fisch XP, ein Tonic. 9 Fisch XP, das ist nix. Verschlossen. Oh je, zu spät. Wieso? Was ist das hier? Dies ist der Phantomzug. Er bringt die Verstorbenen zur anderen Seite. Moment mal, da will ich nicht hin. Irgendwann müssen wir alle gehen. Ich habe hier zu tun. Halten wir den Zug an. Gehen wir nach vorne. Zur Lok. Nein, wir gehen erstmal hier hinten lang. Das war natürlich so klar. Ich glaube, die Viecher können Aua machen. Können, müssen nicht. Level up. Neuer Blitz entdeckt. Trank. Ah. Mögen dies Farbpläne sein? Hm, wir sind alle leer. Der Phantomzug bringt die Heimgegangenen in die Geisterwelt. Wir brauchen sie keine Farbpläne. Labern wir noch ein bisschen? Ich verwalte diesen Zug. Was möchtet ihr von mir? Hm. Erzählt uns etwas darüber. Dieser Zug bringt die lieben Verblichenen zur anderen Seite. Dort finden sie ewige Ruhe. Wie hält man ihn an? Den Zug stoppen? Benutzt doch einfach die Steuerungskonsole im Maschinenraum. Was ist das? Lasst mich nur kurz. Sir Seven, vielleicht sollten wir daran nicht herumfummeln. Ich hab's versucht. Ihr sagt, ihr meint. Hey, du hast doch nicht etwa Angst? Nein, ihr wagt es? Nur weil ich die Eigenheiten anderer Wesen respektiere, bin ich mechanisch keineswegs unbegabt. Hey, du bist ein totaler Waisenknabe in Mechanik. Oh, woher wisst ihr das denn? Ja, offensichtlich. So, dann ist das hier der Punkt, wo wir speichern. Beziehungsweise erstmal mal alles auffüllen. So, speichern mal. Wir speichern, ist ja egal. Hier drüber. So. Ich werde auch jetzt Schluss machen. Wir haben jetzt nicht die Stunde voll, wenn ich mich nicht verguckt habe. Aber ich bin A, ein bisschen unter Zeitdruck. Und zum anderen, das hier jetzt noch zu machen, ich weiß nicht, wann ich zum nächsten Speicherpunkt komme. Und ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust, noch eine halbe Stunde dran zu hängen. Ich bin sowieso schon ein bisschen im Verzug. Heute ist schon Donnerstag. Die Folge kommt wahrscheinlich, wenn es klappt, kommt sie heute noch raus. Also eventuell ist jetzt Donnerstag. Ansonsten ist Freitag. Ja, also ich bin im Moment etwas... Ist etwas schwierig im Moment. Aber ich werde bald ein Status-Update-Video machen. Oder demnächst. Und dann wisst ihr Bescheid, warum, wieso, weshalb und so weiter. Gut, in diesem Sinne sage ich immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt gezählt, wie oft ich gegähnt habe. Und ich habe das in die Kommentare geschrieben. Wenn was sein soll, grundsätzlich ab damit in die Kommentare. Twitter, Facebook kennt ihr alles. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss.